Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Teil von Bluefit TV. Wir befinden uns gerade im TUI Blue Falesia an der Algarve in Portugal. Mein Name ist Lars Löwe, zu meiner Seite ist Ron. Er unterstützt mich heute wieder tatkräftig bei unserer Kettlebell-Einheit. Wir zeigen euch Übungen, die ihr zu Hause durchführen könnt oder auch im Fitnessstudio. Wir gehen heute speziell auf die Rotatoren ein. Das heißt, wir werden viele Übungen um die Rotation machen und den Kettlebell-Swing. Ja, dann würde ich sagen, holt euch schnell die Kettlebell und dann geht's los. Wir haben uns inzwischen auch unsere Kettlebell geholt. Wir haben lediglich 4 Kilogramm genommen, aber dadurch, dass wir jetzt ein Techniktraining machen, ist es sinnvoller, mit leichteren Gewichten zu arbeiten als mit höheren Gewichten. Zum Warmmachen ganz kurz fangen wir einfach mal an zu schwingen und übergeben vorne die Kettlebell in die Hand. Einfach schön locker. Die Knie vielleicht schon ein kleines bisschen gebeugt halten. Sind die Knie gebeugt, kann ich auch wieder das Gesäß anspannen, den unteren Bauch anspannen und schon ist das Becken wieder schön sauber fixiert. Wir achten wieder darauf, dass die Schultern unten bleiben und nicht durch das Schwingen nach oben hochkommen. Klappt ganz gut. Jetzt vorne beim Übergeben versuchen wir die Kettlebell kurz in die Luft zu schwingen und wieder aufzufangen. Loslassen und auffangen. Nicht zu früh loslassen, sonst fliegt die Kettlebell nach vorn. Sieht aber alle soweit ganz gut aus. Eins, zwei Mal noch. Ein letztes Mal. Okay, gut. Und lockern. So, wir wollen jetzt ein bisschen seitlich schwingen. Auch hier wieder die Beine leicht einbeugen. Und wir schwingen mit der Kettlebell einfach zur Seite raus, übergeben das Ganze und achten darauf, dass auch der Arm, der keine Kettlebell hat, dass der mit nach oben hochschwingt. Genau. Rücken schön gerade halten, sieht sauber aus. Schultern wieder nach unten fixieren. So ist schön. Genau. Wer möchte, kann auch gerne die Knie ein bisschen mit einbeugen. Jawohl. Sehr schön. Das Ganze jetzt hinten rum. Das heißt, wir übergeben hier im Rücken. Beim Rücken achten wir darauf, dass wir hier in die Hörnchen greifen, in die Ecken greifen, einfach um die Beweglichkeit ein bisschen zu erhöhen, das Ausmaß der Beweglichkeit. Genau. Wir achten darauf, wenn die Kettlebell hinterm Rücken ist, wieder schön die Schultern nach hinten fixieren und schon bremsen ein bisschen. Jawohl. Und zu guter Letzt auch hier nochmal vorne und hinten. Das heißt also um den Körper herumgeben, vorne und hinten. Jawohl, genau. Vorne, hinten. Einmal noch, dann Richtungswechsel. Und dann haben wir es schon geschafft. Richtungswechsel, vorne. Genau, hinten, auch wenn es brennt, arbeiten wir weiter. Brennen darf es nur nicht stechen. Stechen ist ein schlechtes Zeichen für die Muskeln, dann haut irgendwas im Gelenk nicht hin. Aber wenn wir eben das Ganze brennen lassen, ist es ein gutes Zeichen, dass die Muskeln arbeiten. So, zweimal noch. Jawohl, es darf wehtun. Und locker. Okay, also wie schon gesagt, 4 Kilogramm reichen vollkommen aus. Wichtiger ist, dass die Technik schön sauber bleibt und wir eben nicht mit den Schultern nach oben ausbrechen. Okay, gut. So, wir stellen uns mal ungefähr doppelte Schulterbreite hin. Entweder die Zehen zeigen ganz nach vorne oder die Zehen zeigen nach außen. So, wir gehen schön tief runter und jetzt auch wieder hier in die Ecken reingreifen. Genau, bisschen nach unten gehen und jetzt machen wir dieses sogenannte Achterkreisen. Rücken bleibt gerade. Versuchen nicht nach vorne abzubeugen, sondern hier auch wieder gerade bleiben. Und dann schön langsam tief bleiben. Knie nach außen spannen, das ist das A und O. Knie nach außen spannen. Und wenn ihr es nicht schaffen solltet, die Kettlebell durchzugeben, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr eben nicht in die Hörnchen greift. Ihr habt einen Längengewinn dadurch, dass wir den äußersten Punkt ausnutzen, tief runtergehen und den Rücken schön gerade halten. 5 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2 und 1. Okay, gut. Beine kurz ausschütteln. Das Ganze machen wir jetzt nach vorne. Wir nehmen also einen Lunge. Auch hier in den Lunge gehen. Beim nach unten gehen, das Knie zum Boden runterbringen, ohne das Knie abzusetzen. Genau, Rücken wieder mehr nach hinten lehnen. Jawohl. Das Knie vorne bleibt vollkommen ruhig. Genau hier. Völlig ruhig lassen. Genau.
Und wir machen einmal einen Sprungwechsel und das Ganze auf der anderen Seite. Jawohl. Knie wieder ruhig fixieren. Und auf und ab. Auch hier wieder aufpassen, nicht nach vorne fallen, nicht krumm werden. Schultern schön zurückziehen. Brennen darf es langsam. Gutes Zeichen. Wir haben es auch gleich geschafft. Noch 5, noch 4, noch 3, 2 und 1. Gut, Beine ausschütteln. So, dass die Beine zur Ruhe kommen, gehen wir jetzt nach oben in den sogenannten Wood Chopper. Schulterbreit hinstellen. Auch hier nehmen wir die Kettlebell von oben, strecken den Arm aus. Der hintere Arm ist leicht gebeugt. Zack. Und jetzt diagonal, als ob wir mit einer Axt hacken wollen, nach unten führen. Hier ist wichtig, nicht zu hart arbeiten, sondern eher sanft abbremsen, hoch. Sanft abbremsen, hoch. Genau, schön lang nach oben und runter. Lang nach oben und runter. 5 Stück noch. 1, 2, jawohl, 3, 4 und 5. Und das Ganze auf der anderen Seite. Okay? Wieder greifen. Der vordere Arm ist wieder gestreckt, der hintere Arm ist gebeugt. Sauber von oben ausholen und es geht los. Nach unten führen und hoch. Nach unten führen und hoch. Wir können dabei auch gerne noch in die Squat gehen. Jawohl. Sanft abbremsen das Tempo. Nicht zu schnell arbeiten. Gerade wenn die Übung frisch ist, neu ist. Und nach 5, aber 4, 3, 2 und 1 und lockern. Okay, gut. Wir kombinieren wieder den Lunge mit dem Chopper, Wood Chopper. Mir ist jetzt wichtig, dass wir mit dem linken Bein vorgehen und von rechts oben hier am Knie vorbeigehen. Wichtig ist, achte darauf, dass er nicht das Knie oder das Schienbein trefft, weil ich jetzt hier nochmal eine schöne Rotation im Körper habe. Dreht euch auch mit zur Seite raus und dann gehen wir wieder zurück. Ausholen, wieder vor, 2. Das heißt also auch hier eine Seite übt. Okay? Ich guck mal erstmal, ob es klappt. Genau, schön rotieren, nach oben raus. Aufrecht bleiben, genau. Und jetzt wieder hier lang nach oben rausstrecken, lang raus, genau. Der vordere Arm ist gestreckt. Jawohl, der vordere Arm ist gestreckt. Und wieder ausholen, genau. 1 und 2, genau so. Schön den Oberkörper mit rotieren. 2 Stück noch. Schultern unten lassen, auch wenn die Arme hochgehen, Schultern unten lassen. Okay, und das Ganze auf der anderen Seite. Das heißt, wir holen wieder oben aus und gehen vor. Wir machen es gleich zusammen. Ne? Okay, und los geht's. Ausholen und 1. Schön rotieren. Ausholen. Schön rotieren. Ausholen. Rotation. Das hintere Knie berührt nicht den Boden. Schöner Ausfallschritt für den Lunge. Das Knie ist über dem Fuß. Jawohl. Und immer wieder rein in die Rotation. 2 Stück noch. Und stopp. Okay, gut. Jetzt holen wir hier von der Seite aus, von hinten, und gehen einfach seitlich. Ausholen, seitlich. Das heißt, gehe ich in die linke Richtung, würde die linke Hand von oben greifen und der rechte Arm, die rechte Hand greift von unten. Leichte Ausgangsstellung, wir gehen nach links, also ist das linke Bein vorne. Wir holen aus und rotieren vor. Ausholen und seitlich. Ausholen und seitlich. Ausholen, seitlich. Aufpassen, die Schulter bleibt unten. Genau, Schultern unten lassen, gut. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Genau. Genau, okay, kurz lösen, anderes Bein. Schrittstellung ist okay, wenn du ein bisschen mehr Quadrizeps reinhaben möchtest, hinteres Bein strecken, etwas tiefer stehen. Ansonsten ist alles gut. Das Ganze jetzt auf der rechten Seite. Das rechte Bein steht vorne. Der rechte Arm greift von oben, der linke Arm greift von unten. Links ausholen, horizontal rüberziehen. Ausholen, 2. Ausholen,
ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Oberkörper schön mitdrehen dabei. Ja, es geht ja um die Rotation. Rausdrehen, reindrehen. Rausdrehen, reindrehen. Jawohl. Zwei Stück noch, jetzt sieht es gut aus. Das Bein aber vorne gebeugt lassen. Jawohl, machen wir doch noch zwei. Jetzt sieht es gut aus. Okay, gut. Und erstmal lösen. Gut, Rotationsübung. Wir kreisen jetzt noch einmal, dass die Beine wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir hatten ja vor uns auch seitlich ein bisschen gependelt. Das Ganze machen wir jetzt wieder mit beiden Händen. Ziehen dann den Ellenbogen hoch, gehen um den Kopf herum und Richtungswechsel. Ellenbogen hoch und kreisen. Okay? Wir zirkeln also um den Kopf herum und los geht's. Und Ellenbogen kreisen. Ellenbogen kreisen. Ellenbogen kreisen. Genau. Das Ganze darf gerne auch ein bisschen dynamischer sein, indem zum Beispiel die Hacken auch mit etwas hochgehen, die Knie sich ein bisschen mitbewegen. So ist gut. Und noch einmal hier. Richtungswechsel. Einmal noch links und dann haben wir's. Okay. Jetzt machen wir noch ein kleines bisschen Techniktraining, so wie ich angekündigt habe. Gehen wir mal auf den Kettlebell Swing ein. Ups. Beim Kettlebell Swing geht es nicht darum, dass die Schultern trainiert werden. Na? Man sieht immer sehr häufig, achtet mal so auf die Hüfte, die wird gebeugt, die Arme gehen vor, dann wird die Hüfte gestreckt, die Arme gehen hoch. Das heißt also, hier habe ich überhaupt gar keine Hüftarbeit und die Kettlebell wird eigentlich nur gehoben durch die Arme. Viel wichtiger wäre es, die Beckenkippung zu haben. Das heißt, dafür absichtlich ins Hohlkreuz gehen und beim nach vorne schwingen in den Flachrücken reingehen. Eine der wenigen Übungen, wo wir das Hohlkreuz aktiv ansteuern. Okay? Genau. Wir machen das seitlich. Wir fangen erstmal ganz locker an und einfach mal locker schwingen. Wie gesagt, nicht aus den Armen herausheben. Und wenn man das schön sauber macht, merkt man, dass durch die Hüfte eigentlich gar nicht viel passiert. Das heißt eben, wer hier schon die Arme hochnimmt, der hat irgendwas verkehrt gemacht. Soweit sieht es gut aus. Vielleicht noch ein bisschen aktiver. Hohlkreuz, Hüfte. Hohlkreuz, Hüfte. Hohlkreuz, Hüfte. Mal ganz kurz stopp. Ganz kurz stopp. Leg mal die Kettlebell ab. So, auch hier völlig normal. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Gerade Männer haben das Problem, dass diese Beckenkippung nicht funktioniert. Okay? Dementsprechend Beine wieder leicht einbeugen. Sind die Beine gebeugt, kann ich das Becken besser vor und zurück kippen. Ne? So, also auch hier erstmal in das, die Hände auf den Beckenkamm legen. Dann mal in das Hohlkreuz gehen. Hohlkreuz heißt hinten, die Lendenmuskeln werden angespannt, maximal. Und hier der untere Bauch, der geht maximal auf. Jetzt umgekehrt. Wir kippen das Ganze nach vorne an. Der Bauch ist fest und hinten der Rücken, der ist rund. Okay? Und nochmal Becken nach hinten. Nach vorne, nach hinten, nach vorne. Genau so ist es. Das ist die Bewegung. Das ist die Kettlebell Swing Bewegung. Okay? Wir probieren es mal. Mit der Kettlebell nochmal. Ich zeige es auch nochmal seitlich vor. Wichtig ist, wenn die Kettlebell die Hüfte berührt, wir sind in der Hohlkreuzposition, wenn die Kettlebell die Hüfte berührt, ist das das Signal, sofort nach vorne zu schießen. Okay? Also ganz locker. Schwung holen, Hohlkreuz und hopp vor. Hohlkreuz vor, Hohlkreuz vor, Hohlkreuz vor. Einfach vorstellen, die Arme sind zwei Seile, die haben keine Kraft. Das geht manchmal besser, wenn du einarmig erstmal übst. Mach mal einarmig. Genau. Und die andere Hand, die kann hier gerne auf die Hüfte wieder rauf, auf dieses Becken. Und wieder. Hopp vor. Vor, hopp. Jawohl. Vor, hopp. Hohlkreuz vor. Hohlkreuz vor. Hohlkreuz vor, so wie du den Touch hast. Hopp, genau. Hopp, jetzt ist besser. Hopp, genau. Kurz lockern wieder, kurz lockern. Sieht schon gut aus. Und jetzt wollen wir die Kettlebell mehr nach oben hochschwingen. Das heißt, wir fangen wieder ganz locker an, greifen unsere Kettlebell, gehen hier wieder in diese Hohlkreuzposition, schwingen nach vorne,
versuchen, die Knie möglichst ruhig zu halten. Und wenn wir merken, hier geht es nicht mehr weiter, dann das Becken, den Oberkörper mehr nach vorne beugen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und tiefer runter gehen. Tiefer runter. Genau, tief runter. Hopp, vorschwingen. Und Action. Kräftiger. Hopp. Jawohl. Und hopp. Besser. Nicht so hochheben. Wenn du hochhebst, hast du wieder Schultern drin. Hopp. 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 Etwas eher. Hopp. Etwas früher. Hopp. Ja, genau. Und stopp. Okay, merkst du die, wie sich das, okay, gut. Ja, das ist der Kettlebell Swing. Eine ganz große oder ganz schwierige Technik eigentlich. Sieht sehr einfach aus. Achtet mal auf die Videos und auch auf die Trainer. Sie erklären es häufig richtig. Aber leider wird dann doch wieder viel aus der Schulter herausgehoben. Liegt manchmal auch daran, dass es diesen amerikanischen Stil auch gibt, wo man dann nicht auf Schulterhöhe arbeitet, sondern teilweise über den Kopf. Und das ist ganz klar nachher Schulterarbeit. Und dann kommt häufig der Fehler, dass man hier unten schon anfängt, aus den Schultern hochzuheben. Und dabei geht aber die eigentliche Bewegung des Kettlebells oder der Hüfte total verloren. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen für euch, für euer Training mitnehmen können. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Pause. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Like da, abonniert uns. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentarfelder hinein. Wir werden auf jeden Fall antworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.